6:30 Uhr. Ja, Sie werden um 6:30 Uhr abgeholt. Es kommen dann dran die Bilder 8, 14 und 85. Ja, Moment bitte. Hallo. Fotos, grüß Gott. Einen Augenblick bitte. Nach der Mittagspause sind dran die Bilder 33, 17. Warum muss das immer so laut sein? Lass das sein. Oh, hast du verstanden, was ich meine? Natürlich, wir suchen einen Hinterhof. Es muss kein Hinterhof sein. Wieso kein Hinterhof? Es muss ein Hinterhof, ein ganz ordinärer Hinterhof sein. Schau, so ein verlassenes Fabrikgelände, das wäre ideal. Von der Stimmung her muss ich eine gewisse Verlassenheit ausdrücken. Mit einer trostlosen Atmosphäre. Genau. Und in diesem Hinterhof eine Baracke, ein Schuppen? Oder eine Art Anbau, aber verfallen und ungepflegt. In dem Ding wird die Leiche gefunden. Das Gebäude muss so tot sein wie der Mann. Mein Schatz, du wirst das finden für uns. Ich gehe in den Schneiderraum. Ach, natürlich werden wir das finden. Wie immer. Sag mal, lassen wir die Karre hier stehen? Ja, und dann los. Und vergiss nicht, in jede Toreinfahrt rein. Du weißt ja, dass wir da auch haben. Okay. Und in der Stunde treffen wir uns drüben im Café. Okay? Okay. Das ist etwas, was nicht tot ist. Ach, auch das noch. Entschuldigung. Polus, hör doch mal einen Moment auf, bitte. Ich bin's, Karau. Ich schrei Hurra, sag ihm das. Ich hab's gefunden. Ein verrückter Ort. Toter als tot, ein fabelhafter Ort für eine Leiche. Das ist ja großartig. Sag mal, kannst du mir die Adresse geben? Nähe Ostbahnhof. Genau, was wir gesucht haben.
Die Straße, ja, das sage ich noch. Es ist nur so, ich habe noch überhaupt keinen Menschen hier getroffen. Ich melde mich wieder, ja? Vati? Vati? Ja, laufen. Sag mal, hat Karo sich bei euch gemeldet? Ja, vor 2 Stunden ungefähr. Er sagt, er hat das Motiv gefunden. Vor 2 Stunden? Ja, wir wollten uns hier treffen, aber er kommt nicht. Ja, ich meine, wenn er was gefunden hat, dann muss er doch nicht weitersuchen. Ja. Ja, okay, ich bleib hier. Hallo. Ich hätte gerne Kaffee. Grüß Gott. Grüß Buffet. Ist was passiert? Du kommst zu spät. Sag mal. Hat Caro angerufen? Caro? Nein, warum? Ja, weil er wie vom Erdboden verschwunden ist. Wir waren zusammen auf Motivsuche. Wir haben einen Hinterhof gesucht. Und dann haben wir uns verloren und seitdem ist er nicht mehr aufzufinden. Wo ist denn die Stabliste? Als er gestern angerufen hat, was hat er da gesagt? Er sagte, ich schreie Hurra, sag ihm, ich hab's, genau das, was er sucht. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wo bist du? Und da hat er gesagt, nee, ja, Ostbahnhof. Tja, dann muss ich die Polizei verständigen. Polizei, wieso denn? Sagen Sie mal, können Sie vielleicht einmal mit dem Maschinenschreiben aufhören? Kann man denn hier nie in Ruhe arbeiten? Da bist du ja. Was ist denn gestern passiert? Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Ich fühlte mich so schlecht und bin dann gleich nach Hause. Ich fühle mich auch heute nicht gut. Ich muss zum Arzt. Einfach mal sehen, was mit mir los ist. Okay, mach das. Das Motiv hast du ja gefunden. Nein. Ich habe nichts gefunden. Aber du hast doch telefoniert. Du hast gesagt, du hast genau das gefunden, was wir suchen. Aber du hast mich doch angerufen. Du hast gesagt, du schreist Hurra. Da war ich schon nicht mehr ganz da. Tut mir leid, ich habe nichts gefunden.
Was ist denn los? Was soll los sein? Erzähl mir doch nichts. Du hast da eben eine hübsche Geschichte erzählt. Die hat nur einen Nachteil, sie stimmt nicht. Ich muss zum Arzt. Ich werde ein paar Tage nicht da sein. Hier. Erich, was ist denn los? Überhaupt nichts ist los. Hast du vor irgendetwas Angst? Ach, lass mich doch zufrieden. Was mit Kara? Krank sah er eigentlich nicht aus. Tja. Das fand ich auch. Aber irgendwas ist mit ihm passiert. Und was machen wir mit dem Motiv? Na ja, werde ich's halt suchen. Und zwar das, was er gefunden hat. Alena. Ach, Alena. Guten Abend. Der Willi kommt nicht nach Hause. Ich bin ganz unruhig. Er ist noch einmal zum Ostbahnhof, hat mir die Produktionsassistentin gesagt. Da, wo er gestern wart, weißt du, er sucht das Motiv. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich würde mir da keine Gedanken machen. Er wird sicher noch kommen. Ruf mich sofort an, wenn er kommt. Hörst du? Sofort, hast du verstanden? Morgen, Harry. Ist was? Ein Toter. München Ost, Brückenobjekt Gleis 41. Morgen, Stefan. Der Mann ist überfahren worden. Sieht schlimm aus. Konnte man ihn schon identifizieren? Er hatte Papiere bei sich. Heißt Willi Laufen. Wieso wir? Warum die Mordkommission? Der Todesermittler hat festgestellt, dass er eine Schusswunde hat. Ist er bei der Bahn? Nein, beim Film. Aufnahmeleiter. Schusswunde? Es ist natürlich denkbar, dass man einen Toten hergeschafft hat, mit der Absicht, ihn überfahren zu lassen. Verdeckung einer Straftat. Ja, wohnt hier. Wir wohnen hier. Sind Sie seine Frau? Nein. Wir wohnen zusammen. Leben zusammen. Ist ihm etwas zugestoßen? Er ist tot. Was haben wir also erfahren? Seit gestern Nachmittag war er auf Motivsuche. Für einen Film. Und er suchte was? Er suchte einen Hinterhof mit Anbau, möglichst einsam und verlassen. Und er suchte einen solchen Platz? Nähe Ostbahnhof. Ich wollte gerade zu dir. Ich hab dich angerufen, du warst nicht zu Hause. Hast du was gehört? Er ist tot. Er ist tot!
Sie haben ihn am Bahngelände gefunden, in der Nähe vom Ostbahnhof. Er ist überfahren worden. Sie vermuten, dass man Willi dorthin gebracht hat. Den Toten, verstehst du? Den Toten. Sie glauben an Mord. Wer kann ihnen denn was getan haben? Ich. Ich weiß es nicht. Die Polizei. Was haben sie denn gesagt? Ich habe ihnen gesagt, dass er auf Motivsuche war. Und hast du gesagt, wo? Ja. Am Ostbahnhof. Erich. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß doch auch nichts. Erich? Mit dir war doch etwas. Vorgestern, als ihr zusammen auf Motivsuche wart. Hast du das gesagt? Wem gesagt? Der Polizei gesagt. Nein. Aber es fällt mir jetzt gerade ein, dass mit dir etwas war. Du warst doch einen ganzen Tag lang auch verschwunden. Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Ich war total durcheinander. Und das hat nichts damit zu tun? Womit zu tun? Mit Willi! Damit, was ihm zugestoßen ist! Wie kommst du denn darauf? Das ist ganz abwegig. Völlig abwegig. Erich! Grüß Gott. Wiedersehen. Ich parke jetzt irgendwo und warte auf Sie. Grüß Gott. Ich möchte zu Oberinspektor Derrick. Im dritten Stock, Zimmer 316, bitte. Dankeschön. Sie wollten mir sprechen? Ja, im Zusammenhang mit der Mordung Ihres Kollegen. Ihres Freundes, kann man das auch sagen? Ja. Eines sehr guten Freundes, nicht wahr? Ja. Also Ihres sehr guten Freundes Laufen. Sie sagen, er ist ermordet worden. Ist das jetzt klar? Nee. Der Obduktionsbefund ist eindeutig, er ist erschossen worden. Nicht auf den Bahngleisen, da wurde er nur hingebracht. Ach so. Nun haben wir gehört, dass Sie zusammen auf Motivsuche waren, und zwar vorgestern. Sie haben sich getrennt, jeder nahm sich eine Straßenseite vor, um einen Hinterhof zu finden. Ja, er sollte eine gewisse Atmosphäre haben. Öde und leblos. Ja, ja. Etwas später haben Sie dann die Produktionssekretärin angerufen. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie sagten zu ihr, Moment, vielleicht kriege ich das wörtlich zusammen. Ich schreie Hurra, ich hab's gefunden, genau was wir suchen, ja? Ja, ja, also nein, das heißt... Also beim zweiten Hinsehen, da war ich mir gar nicht mehr so sicher, das richtige Motiv gefunden zu haben. Das habe ich aber später auch gesagt, dass das Motiv nicht brauchbar ist. Aber dann passierte doch etwas Merkwürdiges. Sie waren verschwunden. Den ganzen restlichen Tag über waren Sie verschwunden und auch die ganze Nacht. Und als Sie dann wieder auftauchten, da erklärten Sie, was haben Sie da erklärt? Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Plötzlich rasende Kopfschmerzen, Schwindelgefühle. Ich bin dann noch gleich nach Hause gefahren. Sie wurden die ganze Zeit über angerufen. Ich habe im Schlafzimmer kein Telefon. Und außerdem habe ich ein Schlafmittel genommen. Was? Schlafmittel? Beim Kreislaufkollaps? Nicht ungefährlich. Naja, wie dem auch sei. Also, einen Tag später, das war gestern, da ging Ihr Kollege, Ihr Freund, der ging nun selber los, um das Motiv zu finden. Jetzt sagen Sie mir eins, was kann einem eigentlich bei einer Motivsuche passieren? Gar nichts, eigentlich gar nichts. Man bekommt manchmal Ärger wegen unerlaubten Betretens seines Grundstücks. Aber wenn man den Leuten sagt, was man sucht, dann zeigen sich die meisten eher interessieren. Aber Ihr Kollege ist erschossen worden. Warum? Haben Sie irgendeine Erklärung? Überhaupt keine. Wer ist da? Derrick, Mordkommission. Sie waren heute schon bei mir im Büro. Guten Abend.
Ach ja, passen Sie auf, wenn ich Sie jetzt störe, dann verschwinde ich sofort wieder. Nein, nein, hat es einen Grund, warum Sie mich aussuchen? Nein, ich nehme an, dass Sie jetzt hier bedrückt sind. Ich war der Tod Ihres Freundes und dann war es auch kein normaler Tod und das geht einem sicher nahe, nicht wahr? Mir geht es ja auch nahe. Ich habe ja schließlich den Mord aufzuklären und ich werde sehr oft mit Schicksalen konfrontiert, die eine ganz bestimmte Wirkung auf mich haben. Und sagen Sie, darf ich eigentlich überhaupt hier zu Ihnen hereinkommen? Das ist Oberinspektor Derek von der Kriminalpolizei. Und das ist Fräulein Wege, eine Bekannte von mir. Guten Abend. Na, Fräulein Wege. Guten Abend. Sehen Sie, jetzt störe ich Sie doch. Und das du oder kennt Fräulein Wege den Fall? Ja, ich habe ihr davon erzählt. Ach ja, haben Sie den Kollegen von Herrn Caro gekannt? Nein, den hat sie nicht gekannt. Ja, das ist eine sonderbare Geschichte, nicht wahr? Ja, ich finde das auch alles sehr rätselhaft. Aber ich muss jetzt gehen. Sie werden ja jetzt sicherlich miteinander reden wollen. Ja, wieso? Aber Sie stören mich. Bleiben Sie nur. Sie stören überhaupt nicht. Ich möchte aber gehen. Ja, ich hoffe doch nicht, dass ich Sie jetzt vertrieben habe. Nein, ich bin ja sowieso schon zu spät. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es ist eine reizende junge Dame, eine Bekannte von Ihnen, ja? Ja. Im Film oder beim Film tätig, sagt man nicht? Nein, sie ist technische Assistentin. Wo haben Sie sie kennengelernt? Weswegen sind Sie zu mir gekommen? Ich möchte von Ihnen die Wahrheit hören. Seit mehr als 20 Jahren befrage ich Menschen und ich weiß ziemlich genau, mit was ich es da zu tun habe. Mit Ausflüchten, mit Lügen, mit der Wahrheit, ja? Auch manchmal mit der Wahrheit. Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich wollte morgen zu Ihnen. Einfach, weil ich nicht mehr weiter weiß. Das war also so. Vorgestern gingen Willi Laufen und ich auf Motivsuche. Ganz in der Nähe vom Ostbahnhof. Wir hatten uns getrennt. Jeder suchte für sich. Ich wusste sofort, ich hatte gefunden, was wir suchten. Für mich kam es jetzt darauf an, herauszufinden, wem das gehört. Wen man um eine Dreherlaubnis bitten kann. Nebenan war eine Art Büro. Auch hier sah es ziemlich leblos aus. So, als würde es nicht mehr gebraucht. Überall Staub. Ich rief dann gleich in der Produktion an. Sagte, ich hab's. Ein Wunder, ich habe genau das, was wir suchen. Ich ging dann in den Keller hinein. Und da hörte ich Stimmen. Also war doch jemand im Haus. Ich hatte mich ja nicht getäuscht. Da war jemand. Hallo, ist da jemand? Es war ganz still plötzlich. Ich gebe zu, dass ich Angst bekam. Aber nun war ich schon mal da.
Wer ist der Mann? Wie kommt der her? Das ist ein Freund von mir. Von meinem Vater. Er gehört zur Familie. Lasst ihn, er weiß Bescheid. Wir haben gesagt, keiner kommt hier runter. Keiner. Wieso ist er hier? Sie halten sich nicht an die Abmachungen. Sie haben ja recht. Entschuldigung. Es tut mir leid. Bei ihm ist das kein Risiko. Nehmen Sie schon die Pistole weg. Warum bist du auch hier runtergekommen? Ich hab dich so gebeten. Von diesem Mann war niemals die Rede. Weiß vielleicht noch jemand davon? Ich schwöre, niemand. Wissen Sie, dass ich Sie beinahe erschossen hätte? Sag doch was! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. Gut, dass du gekommen bist. Dieses Mädchen, das ich nie vorher im Leben gesehen habe, hat mir das Leben gerettet. Wir gingen dann zurück ins Atelier. Hätten die mich umgebracht? Wer sind Sie? Ich bin Architekt von einer Filmgesellschaft. Ich suche ein Motiv, ein Drehmotiv. Genauso wie dieses hier. Ich war so froh, dass ich es gefunden hatte. Sind Sie durchs Fenster eingestiegen? Ja. Ich wollte doch wissen, wem das hier gehört. Wegen der Dreherlaubnis. Haben Sie Fotos gemacht? Natürlich. Geben Sie mir alle Fotos her. Falschgeld. Das war doch Falschgeld. Ich erkläre Ihnen das Spiel, jetzt steigen Sie ein. Warum machen Sie das? Wissen Sie, dass Sie mich in eine schreckliche Situation gebracht haben? Wir sind jetzt alle in Lebensgefahr. Sie, ich und auch mein Vater. Das verstehe ich nicht. Kommen Sie rein. Wollen Sie Ihre Jacke ausziehen? Mein Vater ist ein sehr guter Fotograf. Und natürlich auch ein guter Techniker, was photochemische Prozesse angeht. Es gibt Leute, die sagen, er ist ein Genie, andere sagen, ein Spinner. Nur eins konnte er nie, mit Geld umgehen. Wir haben unser Leben lang von der Hand in den Mund gelebt. Bis jetzt, als ich plötzlich Leute für das Talent meines Vaters zu interessieren begann. Auch Fachleute auf ihrem Gebiet. Ich habe es gesehen. Falschgeld. Mein Vater ließ sich mit diesen Leuten ein. Überließ ihn in den Keller, half selbst mit, war ganz begeistert davon, dass er gebraucht wurde mit seinen künstlerischen Fähigkeiten. Er hatte plötzlich Geld und warf es nur so um sich. Ich fragte, woher hast du das Geld? Und da erzählte er es mir. Er war ganz stolz und gar nicht zu belehren. Ich sagte, wo du denn mitmachst? Das ist ein Verbrechen. Er lachte nur. Er sagte, Geld selber ist ein Verbrechen. Jetzt habe ich es. Und ich werde es nicht mehr hergeben. Oder willst du mich anzeigen? Willst du deinen eigenen Vater anzeigen? Willst du deinen eigenen Vater ins Gefängnis bringen? Das war vor 8 Tagen. Vor 3 Tagen lernte sie diese Leute selber kennen.
Ihr Vater stellte sie Ihnen vor. Das ist meine Tochter, eine kleine Angestellte, der es jetzt auch besser gehen wird. Sie ist mit von der Partie. Mit von der Partie? Sollte sie widersprechen, das konnte sie doch gar nicht. Sie begriff doch viel schneller als ihr Vater, dass das seinen Tod bedeuten würde. Seinen und ihren vielleicht auch. Begreifen Sie doch, ihr Vater ist nicht ganz normal. Er zog sie damit hinein. Sie wusste nicht, was sie machen sollte, wie diese Leute loswerden, wie ihrem Vater helfen. Deshalb spielte sie mit, weil sie nicht anders konnte. Und dann kam ich dazu, geriet damit hinein. Und sie, Carla Wege, hat mir das Leben gerettet mit ihrer blitzschnellen Reaktion. In ihrer Wohnung haben wir hin und her überlegt, was zu tun ist. Ich habe ihr gesagt, der einzige Weg ist, die Polizei zu verständigen. Sie aber hat mich gebeten, unternehmen Sie nichts, lassen Sie mir ein paar Tage Zeit. Denn sie hat Ihnen das Leben gerettet. Ja, ich habe ihr versprochen, ich sage nichts. Falschgeld, sagten Sie, ja? Ja, Dollarnoten. Dollarnoten? Also Dollarnoten zu fälschen, das ist ziemlich schwierig. Das kann man nicht in einem Münchner Keller machen. Wollen Sie einen Schein sehen? $100. Können Sie beurteilen, ob das eine gute Fälschung ist? Schlecht, ich sehe, dass es eine Fälschung ist. Das spielt doch keine Rolle mehr. Da ist nämlich ein Trick dabei. Das Geld geht nach Brasilien. Die Leute dort tauschen ihre Cruzados gegen Dollars ein, so viel sie nur kriegen können, und behalten sie dann zu Hause. Leute, die keine Ahnung haben, wie wirkliche Dollars aussehen. Ach, so ist es. Darf ich mal telefonieren? Warten Sie einen Moment. Ich möchte Carla reinholen. Sie ist nicht gegangen. Sie wartet draußen. Sie hat mich gebeten. Sagen Sie es ihm. Alles durchsuchen hier. Auch das Ding hier auf Fingerabdruck. Er braucht dann laufen. Die Brüder haben natürlich keine Füße hier. Wie ist die Adresse Ihres Vaters? Johann von Wertstraße 3. Steigen Sie ein, bitte. Wer ist da? Vater, mach doch mal auf! Ah, du bist es. Da kommst du mir gerade recht. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Kriminalpolizei. Ja und? Darf ich fragen, was Sie hier wollen? Ja, dürfen wir vielleicht erst einmal hereinkommen?
Du hast mir doch tatsächlich die Polizei auf den Hals gehetzt. Herr Wege. Weswegen kommen Sie? Ich sage Ihnen gleich, ich leugne alles, ja, was man Ihnen erzählt hat. Lüge, alles, alles Lüge. Herr Wege, Ihre Tochter hat eine Aussage gemacht. Und das ist der Karau. Sein Augenzeuge dafür, dass im Keller Ihres Labors Falschgeld hergestellt wurde. Ja, und haben Sie in meinem Keller Falschgeld gefunden? Nein, nichts. Nehme ich an. Wenn da Aussagen gemacht wurden, ich leugne alles. Der Keller ist leer. Ja, natürlich ist er leer, weil er ausgeräumt wurde. Nachdem dort jemand erschossen wurde, war das kein guter Ort mehr. Wer wurde erschossen? Ich habe etwas von einem Unfall gehört. Ist jemand überfahren worden auf dem Bahngelände? Ist jemand gefunden worden? In meinem Keller wurde niemand erschossen. Warte, das hat keinen Sinn. Ich habe doch alles gesagt. Ich sage nichts. Von mir erfährt niemand etwas. Ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas zu sagen. Fräulein Wege, lassen Sie mich bitte mal mit Ihrem Vater allein. Sie auch, Herr Karo. Herr Wege, das ist einer von den gefälschten 100-Dollar-Noten. Das ist eine sehr gute Arbeit. Wenn man nicht so versiert ist, dann würde man die Fälschung gar nicht erkennen. Darf ich mal sehen? Eine gute Arbeit, sagen Sie? Sehen Sie nicht, dass das Papier schlecht ist? Ich habe Ihnen gesagt, euer Papier ist schlecht, euer Papier ist eine Schande. Es ist die Arbeit, die Sie bewundern müssen. Aber das Papier ist abscheulich. Oh. Wissen Sie, die Leute sind zu mir gekommen und haben mir gesagt, ohne Sie schaffen wir es nicht. Das habe ich sehr gern gehört. Wer hört nicht gern von seinen Begabungen, die nicht jeder hat? Es ging mir in den letzten Jahren ziemlich schlecht. Und als Sie mir goldene Berge versprachen, da sagte ich, warum nicht? Und außerdem, ohne mich schaffen Sie es nicht. Ich habe mir ein falsches Bild gemacht. Von der Sache, von den Leuten und auch von mir selbst. Jeder Kenner wird sagen, das Papier ist schlecht. Ach ja, das Geld sollte nach Südamerika, das ist doch richtig. Ja, es kommt jemand von drüben und holt die falschen Dollars ab. Und bringt dafür die echten. Natürlich nicht zu viel. 20%? Es kommt jemand rüber. Wissen Sie wer? Wissen Sie wann? Nein, dafür habe ich mich doch nie interessiert. Ich habe gehört, in den nächsten Tagen. Wissen Sie, dass ich noch nie mit der Polizei zu tun hatte? Ja, das glaube ich Ihnen gar nicht. Es ist verboten, Falschgeld herzustellen. Aber es war eine Aufgabe. Eine interessante Aufgabe. Moment. Ich weiß, wo die drei gewohnt haben. Eine kleine Pension. Die heißt Litau. An die Einsatzkräfte. Position eingenommen? Ja. Na, ist was? Zu leicht für Sie. Lederhund.
Womit kann ich dienen? Ah, Herr Kommissar, womit kann ich dienen? Die Gästeliste, bitte. Gästeliste? Liste, Kartei, ist mir wurscht. Wer wohnt wo? Beeilen Sie sich, wir haben wenig Zeit. Schnell. Die Gästeliste ist hier. Wen suchen Sie denn? Heine Kieler Rausch. Los! Heine Kieler Rausch. Zimmer Nummer 7. Zimmer 7, ne? Susi, du bist lebensgefahren. Willi? Ja? Der verlässt mir nicht einen Augenblick. In Ordnung. Telefonieren Sie nicht. Na, erlauben Sie? Polizei. Ich war mit meinem Beruf so liebe. Es war ganz schön knapp. Knapp? Bist du verletzt? Nein, das nicht. Bavaria 3, haben Fluchtfahrzeug verloren. Ringfahndung läuft aber. Täter sind entkommen. Ringfahndung läuft. Wege, wer ist da? Herr Wege, hier ist Derrick. Ist Ihre Tochter noch da? Ist Caro noch da? Ja, die sind beide noch hier. Haben Sie Erfolg gehabt? Sie sind uns leider entkommen. Jetzt hören Sie mir bitte zu. Sie sind jetzt möglicherweise in Lebensgefahr. Die drei wissen, dass Sie uns die Pension genannt haben. Also, verlassen Sie nicht die Wohnung. Gehen Sie nicht an die Tür, bleiben Sie in Ihren Zimmern. Ebenfalls Ihre Tochter und Karl. Ja, ich habe verstanden. Also noch einmal, niemand von Ihnen soll die Wohnung verlassen. Ja. Wir sollen im Haus bleiben. Sie haben die drei nicht verhaften können. Es tut mir so leid, Carlo. Niemand soll zur Tür gehen. Lassen Sie mich gehen. Nicht aufmachen. Fragen Sie erst, wer da ist. Bleiben Sie hier. Wer ist da? Jetzt? Nein, nur irrsinnig erschrocken. Sie waren es. Sie waren es. Der Anruf von Derrick hat uns das Leben gerettet.
Jetzt weiß ich, dass ich alles falsch gemacht habe. Es sind Mörder und ich bin mitschuldig. Bin ich jetzt nicht? Hören Sie, Herr Wege, Sie müssen uns jetzt helfen, ja? Ja. Passen Sie auf. Sie haben gesagt, es käme jemand aus Südamerika. Ja. Von wo? Von wo? Denken Sie nach, von wo? Aus Rio? Ja! Ja, aus Rio. Aus Rio? Wirklich aus Rio? Ich habe das nur so gesagt. Doch. Dann passen Sie auf. Wurde da ein Name genannt? Wurde der Mann beschrieben? Jüngerer Mann, älterer Mann? Weißer, farbiger? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie dafür interessiert. Aber es wird jemand erwartet, und zwar in den nächsten Tagen. Ja, das habe ich gehört, dass es bald wieder so weit ist. Dass der Mann kommt, der die falschen Dollars abholt und die richtigen bringt. Ja, da wird getauscht. Ein großer Koffer gegen einen kleinen. Wissen Sie, dass die Leute mit meiner Arbeit drüben sehr zufrieden sind? Man sollte mir das extra mitteilen von Leuten, die etwas davon verstehen. Ich glaube, der Mann kommt morgen. Martinez. Ist das der Name von dem Mann aus Rio? Martinez! Ich glaube, diesen Namen habe ich gehört. Das ist gut, das ist gut. Herr Wege, ich werde jetzt alles Weitere fahren lassen, ja? Danke. Inspektor Klein bleibt bei Ihnen. Ich bleibe auch hier, es kann nichts passieren. Gut. Gute Nacht. Was war bloß los mit mir, dass ich einen solchen Fehler machen konnte? Gehen Sie am besten schlafen, ne? Das war früher mein Kinderzimmer. Er hat alles so gelassen, wie es war. Ich weiß nicht, was Sie von... Du. Ich weiß nicht, was du von meinem Vater hältst. Er ist nicht ganz von dieser Welt. Aber er war immer voller Liebe. Er ist mit der Realität nicht zurechtgekommen. Immer zu viel Fantasie. Ich denke immer wieder daran, wie ich im Keller an die Wand gedrückt wurde und wie ich eine Pistole auf mich gerichtet sah und dann deine Stimme hörte. Und ich frage mich, was in dir vorgegangen ist, und zwar im Bruchteil einer Sekunde. Du hast mich doch nie vorher gesehen, kanntest mich gar nicht, wusstest gar nicht, wer ich war und wie ich in den Keller gekommen war. Wie kamst du dazu? Müller, angekommen aus Düsseldorf, bitte zur Information.
Abflug Turkish Airlines 890 nach Istanbul und Ankara. Flugsteig A7. Jetzt ist dieser Martinez doch tatsächlich gekommen. Ja. Lange nicht. Sag draußen Bescheid. Und keine vorschnellen Aktionen, ne? Er ist gekommen. Sagen Sie, was ist mit den dreien? Haben Sie die irgendwo gesehen? Und du, Carla? Nein, die sind hier nicht. Ja, komm. Warum verhaften Sie nicht? Überlassen Sie das ruhig uns. Den brauchen wir noch als Lockvogel. So, und Sie gehen am besten zurück zum Wagen. Der ist es, der jetzt an der Information steht. Geht raus, sagt einem Bescheid. Wenn nötig, Verfolgung aufnehmen. Passenger Mr. Burton arrived from New York. He's proceeded to the information desk. Wieder im Auto. Er nimmt einen Mietwagen. Wissen die draußen Bescheid? Alle Wagen sind in Bereitschaft. Die drei Männer? Also unser Pärchen hat sie bis jetzt noch nicht entdeckt. Die Wagen sollen sich fertig machen. Und alle Wagen bereithalten. Harry, der fährt ins Parkhaus. Nein, Sie bleiben hier, bleiben Sie im Wagen. Der muss doch hier runtergekommen sein. Polizei, schreck sie aus. Öffnen Sie den Kofferraum. Bitte. Boden mit den Waffen. Runter damit! Bitte, machen Sie es.
raus! Jetzt gib mir meine raus. Sie kommen. Na, jetzt sind Sie beide quitt, wie? Das LKA wegen Falschgeld nicht eingeschaltet. Ja, ja. Es gibt Ärger. Davon haben wir doch immer jede Menge. Love.